So langsam wird der Oski wieder wohnlich und gestern haben wir jetzt im Campingbedarf noch was geholt. Einen neuen Wasserhahn. Weil ja bei diesem guten Stück dort der Mikroschalter kaputt ist und wir jetzt quasi seit fast einem Jahr mit diesem Notschalter hier arbeiten. Das hat sich zwar irgendwie gar nicht schlecht bewährt, auf jeden Fall hat es funktioniert, aber das Problem von diesem Notschalter ist, dass man gerne mal die Pumpe vergisst. Also die Wasserpumpe läuft dann einfach viel mehr, als wenn man das mit dem Wasserhahn immer abschaltet. Und das ist natürlich für die Lebensdauer von der Wasserpumpe auch nicht unbedingt zuträglich. Drum gibt es jetzt wieder den neuen Wasserhahn. Kostet 26 Franken das gute Stück. Ist also auch kein Hightech-Produkt. Und naja, wir hoffen mal, dass er ein paar Jahre lang hält. Jetzt ist ja im Oski hinten im Wassertank schon die Ersatzpumpe drin. Die Originalpumpe, die war mal ausgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Jedenfalls ist es wichtig, eine Ersatzpumpe dabei zu haben. Das ist jetzt nicht die Originalpumpe. Die ist auch minimal schwächer hier. Von Komet ist jetzt das Teil, weil die Barwick-Pumpe, die habe ich jetzt nicht gefunden hier im Handel. Und die Barwick macht 22 Liter pro Minute meines Wissens und die hat nur 19. Ja, es wird es auf jeden Fall auch tun, falls die wieder mal ausfällt. Und das Ding hier, ja, was hat das gekostet? 26 Franken, auch nicht so teuer. Jetzt hoffe ich dann noch, dass das irgendwie auch Platz hat. Aber der Schwenkteil ist ziemlich ähnlich, wenn nicht gleich. Aber das Ventil rechts, die Regelung, die ist ein bisschen anders. Und ich nehme aber an, dass dieser Fuß, der den Hahn dann im Waschbecken behält, dann doch der gleiche ist. Es ist eine echte Strafarbeit, da unten drin zu arbeiten. Man kommt einfach so schlecht hier um diese Ecke rum, jedenfalls ich. Ja, jetzt ist mal die Elektrik raus. Dieser Schalter, der uns das Leben gerettet hat, danke Hartmut dafür. Der hat mir den Inserate gespendet. Lieber Mitfahrer. Und ja, der Hahn ist jetzt auch draußen. Da ist jetzt allerdings noch das Kabel irgendwo hängt noch. Ja, und da kannst du mal sehen, wie sieht das unter so einem Wasserhahn aus. Du kannst ja da nicht wirklich drunter putzen. Aber der Staub kommt überall hin. Das sieht jetzt noch eine Aufgabe für diese wunderbare kostarikanische Seife aus, mal wieder. Ja, und noch ein guter Tipp. Diese Leitung hier macht die drucklos, bevor er irgendwas abschraubt oder dran rumschraubt. Und holt euch ein Gefäß, das etwas Wasser aufnehmen kann. So 0,2, 0,3 Liter Wasser. Das kommt nämlich in jedem Fall hier aus diesem Schlauch raus, wenn man die locker macht. Ich glaube, ich muss diese Seife importieren. Das Zeug ist einfach gut. Ach, es hätte ja so einfach sein können. Ja, ihr seht, was passiert, wenn man kauft, ohne vorher zu messen. Es ist einfach hier dieses Schraubgewinde an dem Hahn einfach deutlich kleiner und das Loch hier deutlich zu groß. Also entweder den Hahn zurückbringen, das ist doof, weil der ist jetzt ausgepackt, oder irgendwas basteln. Ja, und ich denke, es wird auf Basteln hinauslaufen. Dann müssen wir einfach dieses Teil irgendwie abdecken, ja, dieses große Loch. Und ja, mal gucken. Irgendwas fällt mir ein. So, gefühlte Stunden später habe ich jetzt da zwei Scheiben gemacht. Eine für unten drunter, eine die etwas schönere obendrauf. Und die
obendrauf, die ist so leidlich rund, gar nicht so einfach. Und das Material dazu ist die ehemalige Verkleidung unter dem Waschbecken im Bad, wo jetzt die Serviceklappe eingebaut ist. Also echtes clever Plastik. Ich nehme an, das ist Polystyrol oder so. Ja, und das kommt dann einmal hier oben drauf. Und da wird dann der Hahn reingesteckt und das Gegenstück unten drunter. Und dann wird das ganz normal mit dieser Mutter, mit dieser mitgelieferten festgeschraubt. Und ich denke, das wird funktionieren und sieht nicht allzu hässlich aus. Ja, es wäre vielleicht schön, wenn das Plastik jetzt noch schwarz gewesen wäre. Aber auf eine Lackierung würde ich, glaube ich, besser verzichten, weil ich glaube nicht, dass das dauerhaft hält auf diesem Plastik. Jetzt das Ganze mal am Wasserhahn. Oben ist der Dichtring, der dichtet das Wasserhahnteil zu dieser Distanzscheibe quasi ab. Und hier unten werde ich dann noch ein bisschen Kleber dran schmieren und dann kommt das da hinten drauf. So, jetzt ist der Wasserhahn montiert. Der läuft auch schön hier hin und her. Und lässt sich natürlich auch nach unten klappen. Das ist ganz wichtig bei diesem Waschbecken. Und wenn das Wasser abgestellt ist, dann passt sogar der Deckel wieder drauf. Sehr gut. Ja, mal gucken, wie sich das hier überhaupt dann regelt. Weil irgendwie ist da nur eine Bewegung, nämlich vor und hinter. Mal sehen, bin ich mal gespannt. Und bevor man die Schrauben ganz anziehen, ist das noch wichtig, dass man das einigermaßen hier einreguliert. Ich glaube, so ist die Stellung nicht schlecht, weil nachher kann ich es nicht mehr gut drehen. So, klappen lassen wir es mal so. Es werde Wasser. Okay. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Umgewöhnung. Zuerst kommt kalt Vollgas und dann kommt das Warme dann irgendwann dazu gemischt. Ob sich das im Alltag bewährt? Na, wir werden sehen. Was ich noch machen muss, die Schraube noch ein klein bisschen fester anziehen, damit das auch schön in Position bleibt, das Teil hier. Und dann wird das irgendwie schon gehen. Ob das dann unser letzter Hahn hier im Oski ist, ich weiß es nicht. Sehen wir mal, wie lange das Teil hält und wie sich es dann im Alltag auch bewährt.